I'm coming home, tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they're forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming, yeah. Und damit willkommen zu einem kleinen Special, ziemlich spontanen Special. Eigentlich wollte ich das gar nicht machen, hier von wegen so, ich bin wieder da und Blurks und hast nicht gesehen. Ja, also das wollte ich nicht machen, weil ich bin jetzt zweimal weg gewesen zwischendurch und da macht man das irgendwann nicht mehr. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich es noch gemacht. Viele von, oder eigentlich fast alle von den Abonnenten, die ich im Moment habe, kennen mich gar nicht, also wussten nicht, dass ich, oder wissen nicht. Das ist schon mein dritter Kanal, ist nur so nebenbei, was auch erklärt, dass ich eventuell nicht ganz so viele Problemchen habe, wie viele von euch, die gerade anfangen mit von wegen Reden und so. Ich mach das schon ein paar Jährchen, oder hab das schon ein paar Jährchen gemacht. Deswegen hat man eine gewisse Routine im mit sich selber reden. Warum mache ich jetzt... Ich bin ein bisschen abgedriftet. Das kennt man gar nicht. Warum mache ich jetzt doch so ein Video? Ich habe in den letzten Tagen, ohne dass ich damit in irgendeiner Art und Weise gerechnet hätte, halt Nachrichten oder halt einfach nur auf meiner Kanalwand von Leuten gelesen, die ich von YouTube oder auch privat eine gefühlte Ewigkeit kenne. Es ist wirklich eine gefühlte Ewigkeit. Ich meine, wir reden, ich glaube, über 4 Jahre. Ich meine, 4 Jahre sind in den Dreh. Aber es kommt einem vor wie, boah, halt eine Ewigkeit, ne? Und wie gesagt, ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich von den Leuten nochmal was höre, aber deswegen, das fand ich so toll, dass ich gesagt habe, komm, bedankst du dich einfach bei den Leuten. Das geht, im Grunde genommen geht dieses Video an diese Leute, einfach danke, dass ihr mich quasi zurückbegrüßt in eurer Mitte, auf euren Rechnern. Aha, ich bin ein Virus, ein Brennender. Nein, danke. Finde ich cool, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich mache mir eben eine Kippe an. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Der Kanal, den gibt es ja jetzt nicht erst seit 2 Wochen wieder. Also der ist, glaube ich, schon ein halbes Jahr oder so wieder da. Aktiv bin ich erst, glaube ich, wieder vor 2 Monaten wirklich geworden. Und zwischendurch dachte ich echt, sag mal, lohnt sich das überhaupt noch, weil ich habe aufgenommen, habe die Videos hochgestellt und hatte überhaupt keine Views. Und ich wusste, dass es schwer wird, nochmal einen Fuß auch irgendwie, oder dass einen überhaupt einer nochmal irgendwie erkennt auf YouTube. Ich wollte gerade recognized, also irgendwie zur Kenntnis nimmt, so. Weil mir war schon beim ersten Mal, als ich zurückgekommen bin, war mir klar, dass es schwer wird. Weil es halt in der Zwischenzeit sehr viele YouTuber gibt, sehr viele gute YouTuber, sehr viele gute Let's Player. Und da war mir schon klar, dass es schwer werden würde, nochmal einen Fuß reinzukriegen. Jetzt, beim zweiten Mal, hielt ich es eigentlich für fast unmöglich. Denn in der Zwischenzeit sind noch mehr Leute dazugekommen und die machen das auch alle nicht so schlecht. Also ich meine, die machen das richtig gut. Und da irgendwie gefunden zu werden, ist halt schwer. Und dann tat es halt gut, die einfach nur dieses, was weiß ich, einfach nur, Mensch, dich gibt's da noch, oder sowas zu lesen. Das man weiß, also jetzt nicht unbedingt, da wird jedes Video geguckt, aber
dass die Leute einen nicht so ganz vergessen haben in der Zwischenzeit, in der ich weg war. Ich glaube, es war ja doch über ein Jahr. Ich weiß es nicht. Die Abstände werden auf jeden Fall immer kürzer, indem ich meinen Kanal schließe. Es ist, ja. Ich glaube, beim ersten Mal war es noch 2 Jahren, jetzt war es noch 1. Also könnte ich morgen wieder meine Sachen packen und dicht machen, wa? Also gewöhnt euch nicht zu sehr. Nein. Ich habe gesagt, dass ich das Ganze ein bisschen entspannter angehen wollte eigentlich. Heißt auch nur aufnehmen, weil ich Bock habe und im Moment läuft die Maschine auf Volldampf. Heißt, ich habe Vollgas voraus. Ich lade auch meistens im Moment so 3 Videos hoch pro Tag, weil ich auch schon ein bisschen was aufgenommen habe. Aber irgendwann wird sich das legen und dann werde ich aber nicht nochmal den Fehler machen und den Kanal dicht machen. Also ich kann mir mittlerweile 2-mal in den Arsch treten, dass ich das 2-mal gemacht habe. Ich dachte beim letzten Mal echt, das wäre endgültig. Da war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, du wirst nicht mehr Let's Playen, du wirst ja auch nicht jünger und so. Und ja. Kannst du eigentlich auch zumachen, den Laden hier, ne? Das war ein Fehler. Irgendwie bin ich dann. Es ist. Mit dem Let's Playen ist irgendwie komisch. Dann hast du eine Zeit lang echt keinen Bock. Oder hast halt andere Sachen, mit denen du dich beschäftigen musst. Und dann auf einmal packt es dich wieder. Es ist, ich weiß nicht, wie so eine Krankheit, die zwischendurch aufbricht. Das ist eine komische Formulierung, aber anders kann ich es nicht beschreiben. Und auf jeden Fall bin ich wieder da. Und ja, hab mir eigentlich vorgenommen, länger da zu bleiben, beziehungsweise den Kanal auf jeden Fall da zu lassen, weil ich bin mal ehrlich, ich habe mich so ein bisschen an den brennenden Totenschädel gewöhnt in all den Jahren und wäre schade, wenn der nicht mehr zu sehen wäre. Ich lasse einfach nur den Kanal offen wegen dem Totenschädel. Die Videos lösche ich, aber den Kanal, das Bild lösche ich da. Das kann ich auch machen. Die kann ich mir immer wieder angucken. Yay! Ich laber wieder Scheiße, es tut mir leid. Es ist spontan. Wenn ich spontan reden muss, dann werde ich auch leicht nervös und dann laber ich und laber ich und laber ich und. Ja. Aber ich will auch gar nicht mehr allzu lange reden. Sollte auch nur ein kurzes Ding werden und trotzdem bin ich schon bei 8 Minuten angekommen. Das ist ja grauenhaft. Ich quatsche ja schon so viel wie eine. Nein, oh Gott. Frauen reden nicht viel. Nein, nein, Frauen sind. Es ist nicht so. Nein, halt einfach die Klappe. Was ich einfach nur kurz sagen wollte, ist danke und ich werde in diesem Video auch wieder sämtliche Copyrights verletzt haben, die ich in irgendeiner Form ankratzen konnte. Das ist mir aber sowas von scheißegal auf gut Deutsch. Ja. Danke nochmal einfach nur für die Postings auf meinem Kanal an die Leute, die mich halt schon ein paar Jahre kennen. Das hat mich wahnsinnig gefreut, echt. Und jetzt auf einmal stellt sich auch nicht mehr die Frage nach dem Sinn oder ob es die Arbeit für die, ich glaube, 50 Videos sind bis jetzt, die ich hochgeladen habe. Es waren beim letzten Mal über 500, die alle weg sind. Nee, danach stellt sich die Frage auf jeden Fall nicht mehr. Und ja. Ich glaube, ich wollte dieses Video schon 3-mal beenden. Ich wollte das Lied aber auch noch mitnehmen, wenn ich ehrlich bin, weil es ist so ein geiles Lied, Silent Hill, Shattered Up Memories. Ja, wie beende ich das jetzt? Indem ich einfach einen Knopf drücke, ne? Nein, das soll es gewesen sein. ja, danke nochmal und ihr habt mich jetzt wieder an der Backe. Lebt damit. Und das Lied ist auch zu Ende und damit beende ich dann auch das Video. Entschuldigung, ich liebe dieses Lied. Ja, danke fürs Zusehen, danke fürs Kommentar schreiben. Ciao.